David J. Becher ist in diesen Tagen viel beschäftigt. Als Initiator des dreitägigen Absurdistal-Festivals in den Elbehallen liegt noch eine Menge Arbeit vor ihm. Also hier hinten, das ist jetzt eigentlich, ist eigentlich gar nichts für die Zuschauer. Das geht euch gar nichts an. Ich zeige trotzdem kurz mal. Hier wird nämlich Backstage. Da müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Die ganzen Stühle da vorne zum Beispiel kommen dann in die Halle rein zum da hinsetzen. Und hier wollen wir es ein bisschen nett machen für die Künstler, damit die zwischendurch dann eben auch mal Platz im Backstage haben. Ja, dann hier alles voller Stühle stellen, damit das ganz, ganz zahlreiche Publikum hier auch überall Platz hat. Wo ich mich besonders darauf freue, ist das, was an diesen beschmierten Säulen passieren wird, die man da so sehen kann. Da werden herrlich Witzbildchen dran geklebt von Italien. Und dann gibt es hier auch zwischendurch sozusagen, wenn während der Vorstellung mal umgebaut werden muss oder so, kann man hier schön Witzbildchen gucken. Absurdistal ist ein Teil der Veranstaltungsreihe im Sommerloch. Die Künstler stammen fast alle aus dem Tal. Mir schwebte vor ein Familientreffen der ganzen schrägen Vögel aus dem Tal. Mir ist aufgefallen, da gibt es eine Menge von. Also es gibt irgendwie ganz viele, die nicht einfach eine Comedy-Show oder einfach eine Musikshow oder sowas machen, sondern das irgendwie schräg kombinieren. Ich habe mit fast allen von den Leuten, die da auf der Bühne sind, mal in verschiedenen Arten zusammengearbeitet. Und es hat mir immer unglaublich gut gefallen, was bei denen da so an Ideen ist. Als ich anfing, dieses Festival zusammenzustellen, mir überlegt habe, wen würdest du denn da gerne am Spielen haben? Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, Vollplayback-Theater ist ganz gut, praktisch, kann ich selber irgendwie schnell dahin tun. Dann habe ich gedacht, Théâtre de Pin hätte ich unglaublich gerne da, weil ich ein Riesenfan bin, einfach von denen. Und als sie dann zugesagt haben, als ich dann rausstellte, okay, das geht, da habe ich gedacht, okay, jetzt mach's mal konkret. Als ich dann so mittendrin steckte in der ganzen Organisation, habe ich auch gesagt, okay, das ziehst du jetzt durch und danach machst du das nie wieder. Mittlerweile reifen die ersten Gedanken für die Überlegung, wenn das jetzt irgendwie funktioniert dieses Mal, vielleicht kann man dann ja auch mal ein zweites Festival der skurrilen Unterhaltung machen, mit ein bisschen mehr Vorbereitung. Und ich meine, jetzt habe ich so viel dabei gelernt, wie man sowas macht. Wäre ja blöd, das nicht nochmal umzusetzen. Los geht es am Mittwochabend mit der Wortwache von Jörg Degenkolb-Degerli. Insgesamt 3 Tage präsentiert Becher sein Festival der skurrilen Unterhaltung.